Aber unser Haus wird auf jeden Fall fett. Auf jeden Fall, Mann. Oh, ja, okay, so lange hat die aber auch nicht gehalten. Was denn? Die Schaufel? Es waren 4 Schaufeln auf einmal und die hat. Ja, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Wie viel Erde jetzt hier unten wieder liegt. So. Nachher dürfen wir uns hier nur noch mit Shift bewegen, Alter. Ja. Ja, nachher müssen wir auf jeden Fall da hinten auch eine Stufe hinbauen, weil das mit dem Runtertauchen geht ja irgendwann nicht mehr, leider. Ja, können wir ja machen. Wir können uns auch gleich erstmal so einen provisorischen Fußboden einbauen. Auf die Höhe, die wir haben wollen. Was muss man, damit wir hier oben. Keine Erde mehr. Hast du noch Erde? Ja, ja, jede Menge. Dann komm mal hierher am besten. Obwohl, nee, ich kann ja gar nicht zu dir kommen. Du hast dich auch festgebaut da. Nee, guck mal. Muss nur springen. Na. Nice. Danke. No problemo. Ach, jetzt bin ich hier runtergefallen. Natürlich, wie viel Erde das einfach ist. Okay, mache ich hier mal weiter mit den Steinen. Ich habe keinen Sand mehr. Moment. Ich brauche eine Zeugnetsche Erde, Peter. Steine kann ich dir geben, ich habe noch 40 hier. Ja, pack die mal einfach auf den Boden. Nein, das ist halt die Frage. Ja, perfekt. Ja, cool. Ist halt voll die mühselige Arbeit, so ja, ein Fundament im Wasser aussehen. So ist das halt, dafür hat man dafür am Ende das geile Ergebnis. Ja. Oh, das war ein Fehler.
Wir bauen uns ein Haus. Häuslebauer. Unser neues Zuhause. Unser Haus soll schöner werden. Es wird schon wieder dunkel. Ja. Schon wieder 8 Stunden mal locht am Bauer. Sehen, man kann sich auch einen Kompass und eine Uhr bauen, ne? Daisy-like. Ja. Mein Sand ist alle. Müssen wir hier durchtauchen, hier liegt so viel unten im Wasser drin. Oh, jetzt schnell hoch hier. Boah, viele Quallen hier unten festhängen. Tintenfisch oder was das sein soll. Kann ich hier nicht hoch? War doch. So, na. Sand ist leer. Ab. Hinter dir. Ah, krass, ich hab ihn aufgesammelt, aber wir müssen eh schlafen gehen. Na gut. Da schwimmt nämlich schon eine Spinne hier unter uns, siehst du? Oh ja. Ich wüsste gar nicht, dass sie schwimmen können. So ziemlich alle Viecher hier können schwimmen. So. Du hast die Tür schon wieder aufgelassen, Peter. Ich? Nein. Ach. Ich war da gar nicht drin. Komm ins Bett. Schatz, ich warte. Jetzt nicht stundenlang lesen. So, weiter geht's. Ich fühle mich hier immer total vergewaltigt, wenn ich in dir drinnen aufwache. Ja, ist doch so. Warum sollst du dich denn dann vergewaltigt fühlen? Wenn du in mir aufwachst, willst du mich verarschen? Dein Schnauze, du wachst doch immer in mir auf. Oh Gott, ist das ekelhaft. Ich wüsste jetzt nicht, was daran lustig ist. Oh, hier ist ein Zombie. Komm doch. Ich kill ihn einfach. Nee, der ist abgesoffen. Ah, nee, der ist noch da. Oh, oh, oh. Die Spinne, die Spinne steht immer noch da unten. Ja, normalerweise verbrennen die ja, wenn es Tag wird, aber das dauert immer so ein bisschen. Spinnen verbrennen nicht. Doch. Nein. Wenn es hell wird, klar. Nein. Natürlich. Alles, was Zombies, Spinnen, Skelette. Sobald es hell wird und die sind noch draußen, dann verbrennen die. Deswegen sind die auch meistens in unter Bäumen und so einem Scheiß. Gefickt und ich habe irgendwas bekommen. Was ist denn das? Ein Spider-Eye. Ein Spinnenauge. Oh, cool. Was kann man damit machen? Lecker. Stimmt. Vielleicht essen oder? Und so einen Trank mitbrauen. Man kann ja auch so Gesundheitstränke brauen. Ja. Aber ich habe Hunger hier. Scheiße. Ups. Haben wir die erste Ebene ja fast geschafft. Das Ausheben ist dein Job. Sieht auf jeden Fall krass aus schon mal. Oder? Findest du nicht? Ja, ist auf jeden Fall okay. Das heißt, wir machen das gleiche jetzt quasi nochmal. Ja, solange müssen wir kein Wasser mehr drin. Aber vorher müssen wir doch nochmal eine Stein... Nee. Auf jeden Fall müssen wir aber vorher einmal unten drunter eine Reihe Steine bauen, oder? Ganz genau, damit das Wasser nicht nachfließt. Das habe ich ja schon angefangen. Okay, aber das heißt, ich muss jetzt erstmal Steine holen. Haben wir überhaupt noch Steine? Ich habe noch Steine. Ich habe noch Steine hier. Ja, ja, aber haben wir noch Steine drüben? Ich glaube nicht, ne. Aber ich habe noch, boah, 120 oder so dabei. Oh, ich wurde da jetzt falsch gesetzt.
Ja, noch 64 Steine haben wir. Ich mische mir mal gerade raus. Müssen wir gleich wieder farmen gehen erstmal, ne? Ich hab noch mega viel im Inventar. Das heißt, ich tauche jetzt quasi da drunter, so wie du. Genau, und dann musst du von unten auf den Steine bauen. Aber ich bin schon fast einmal durch, von daher. Du musst ein bisschen mit der Leertaste spielen, damit du schwimmst, also unter Wasser auf einer Höhe bleibst. Oh. Hier ist er schon einmal durch. Egal, dann hat man hier mal eine Stufe, das finde ich ganz gut. Wenn man die hier, ja, die brauchen hier aber wirklich gar nicht, nicht am Rand braucht. Nee. So. Denn dann bräuchten wir die mal hier. Aber da bauen wir gleich eins tiefer, von daher ist es ja erstmal egal. Stimmt, hier fehlt aber noch ein Stein, sehe ich gerade. Wir müssen gleich halt nur gucken. Wir können gleich eventuell sogar schon ein bisschen hochbauen, dann gucken wir mal, wo der Fußboden hinkommt. Ne, hochbauen wäre... Achso, ja, die Fenster machen wir einfach... Ich würde sagen, da machen wir einen Block hin und dann Fenster auf die Höhe, oder? Achso, also du meinst zu gucken, wo wir generell die Fenster hinpinnen. Nee, das nicht, aber ich würde den Fußboden halt... Warte, ich muss mir jetzt mal hier einen Block hinsetzen. Ich würde den Fußboden halt hier auf die Höhe bauen. Und dann kommen die Fenster ungefähr auf die Höhe. Das sieht von außen ziemlich cool aus. Wenn wir quasi vom Fußboden, wenn wir noch ein bisschen mehr Platz zum Wasser haben, meinst du, ja? Ganz genau, zur Wasseroberfläche, ja. Also eins noch da drüber wäre dann der Fußboden. Den siehst du ja von außen nicht, aber du siehst halt die Fenster von außen. Aber dann haben wir einen guten Anschluss für die Brücke, die wir hier hinbauen müssen. Beziehungsweise die... Ich weiß gar nicht, was wir hier hinbauen. Ein Steg oder so, mal gucken. Irgendwas Cooles aus Holz auf jeden Fall. Es wird so ein richtig geiles Hexenhaus hier auf dem Wasser, weißt du, so mit... Ich hab voll Bock, nicht nur ein durchgehendes Dach zu bauen, sondern mehrere kleine Dächer da oben drauf. Ja, ja, genau. Weißt du, so verwinkelt, das sieht richtig geil aus. Gib mir mal den Sand. Fang ich schon mal an. Peter, das Braune nennt sich Erde. Ja, meine ich doch. Da drüben ist die Stufe. Ich muss das mal hier rauskommen. Auch geil, wie da drüben einfach nur ein Sandblock aus dem Wasser kommt. Wo? Da drüben. Hier? Ja. Achso, da, ja, stimmt. Eine große Insel halt. Das ist halt das Zufällige hier in dem Spiel, das ist richtig cool. Also ich baue quasi den Sand genauso wie hier, ne? Genau, bloß eine Etage tiefer. Ja, ja, genau so wie vorher, bloß, ja, genau da, wie der da in der Stufe steht. Du kannst das theoretisch auch schon mit drei Etagen auf einmal machen. Das musst du nicht Etage für Etage machen. Du musst halt... Das Loch, was du aushebst, muss dann von irgendwas anderem umschlossen sein, damit kein Wasser nachfließt. Mhm. Ups. Oh, ich muss schnell mal was zu essen holen gehen. Brauchst du auch was zu essen? Ich hab noch drei. Das ist gut. Kannst da unten nochmal tauchen gehen nach der Erde, die ich verloren habe.